So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Drakensang. Ich hätte fast Elex gesagt, weil, ja, es kommen ja doch zwei Folgen am Tag und da sag ich doch öfters Elex als Drakensang. Wir wollen in dieser Folge, dem dritten Kalendertürchen, das Event fertig machen. Dazu gehe ich auf Schmerzhaft rein und werde auch probieren, relativ zügig da nach oben zu gelangen und im Prinzip, den Fortschritt zu sammeln. Dann gucke ich immer hier, ob ein Schweinchen ist zum Beispiel. Und es wurde auch gefragt, wie es denn aussieht mit dem Bonuscodes. Da muss man vollkommen richtig sagen, da ist dieses Mal, hat DSO gesagt, okay, die ersten 6 Bonuscodes wurden vom Grinch oder so gestohlen. Und die werden aber dann später nachgereicht. Also keine Ahnung, vielleicht haben sie gedacht, haben es irgendwie verpeilt. Wussten zwar, ja okay, mit Winter-Event gibt's und auch die Geschenke müssen in verschiedene Ränge eingeteilt werden, aber dass da dann noch Bonuscode-mäßig was laufen sollte, das hatten sie scheinbar nicht so richtig auf dem Schirm. Genau. Deswegen einfach abwarten. Den einen Bonuscode hatte ich ja im Livestream gestern schon erwähnt. Der war irgendwas mit Frosty bla bla bla. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ihr könnt ja auch einfach im Livestream nachgucken. DSO war ja direkt als erstes dran. Ein paar Minuten später habe ich dann auch den Boot mit dahin gemacht. Ja, ansonsten ein weiterer Bonuscode wäre Slayer of Drakania. Slayer of Drakania. Der gibt euch unter anderem 3 Tage Premium. Also das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und die 3 Tage Premium werden nicht automatisch eingelöst. Das bedeutet, ihr könnt euch die aufheben, falls ihr sie dann mal wieder braucht. Und das ist natürlich ziemlich nett. Ja, gleichzeitig sammle ich jetzt noch die blauen Geschenke. 30 Stück für die eine Quest da, wo man schon mal 20 Münzen von Granparos kriegt. Also da das große Geschenk, was in Kingsale steht. Und da brauchen wir ja 1500 solche Münzen. Ja gut, da gibt die Quest jetzt 20, das ist nicht allzu viel. Man verliert Geschenke, aber ich habe mir gedacht, okay, machst du die jetzt trotzdem mal. Normalerweise lohnt sich die Quest nicht. Die würde sich lohnen, wenn man die Geschenke abgibt und er sagt so, okay, ja, kannst du aber wieder zurückhaben. Dann würde sich die Quest schon lohnen. Aber so verliert man natürlich auch ein bisschen Gold, weil wenn man jetzt dran denkt, die lila, blauen und grünen Items, die da drin sind, wenn man die alle verkauft, da ist man wahrscheinlich auch schon so bei, vielleicht 50 Gold oder so, die man da Verlust macht. Ja, damit es jetzt möglichst schnell geht, gehen wir den direkten Weg und cleanen nicht den Weg zu Granparos nach oben. Sagt, Granparos Event ist dann auch wieder in 3 Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Also das erste Event ist halt wiederum schmerzhaft, das zweite dann qualvoll und das dritte wäre dann halt tödlich. Und auch die Map verändert sich dann jedes Mal aufs Neue. Die wird dann komplizierter. Aber wie gesagt, dazu kommen dann auch noch Videos. Natürlich die anderen Adventstürchen. Da wird nochmal was erscheinen. Ja. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie das Event genau funktioniert, wie sie an Rüben kommen und so, da würde ich mal empfehlen, auf dem Kanal von dem guten Prägeran vorbeizuschauen. Der hat nämlich sein erstes Video im Dezember zu genau dieser Thematik gewidmet. Wie kriegt ihr Schneeessenzen? Wie kriegt ihr Rüben? Dazu wird dann bei mir auch noch ein Video kommen. Hätte ich sowieso direkt machen können, aber ich bin halt direkt ins Event selber rein, weil ich vom vorherigen Jahr halt, oder vom letzten Jahr, noch Essenzen und dergleichen habe und deswegen brauchte ich da jetzt nichts zu farmen, ja.
Grundsätzlich gesagt, Rüben kriegt ihr von würdigen Gegnern. Natürlich nicht hier in der Zone, sondern außerhalb dieser Zone. Also von allen, ihr könnt in der Zwischenwelt farmen gehen, ihr könnt ganz normal eure Quests machen, da kriegt ihr nebenbei Rüben. Und in den offenen Zonen, es wurde mir auch gesagt, in manchen Dungeons, wobei ich das bis jetzt nicht nachgeschaut habe, ob das wirklich so ist, aber auf jeden Fall in offenen Gebieten, wie zum Beispiel in den Zwerfiedweiden oder in dem Wilden Wald oder in Slivmore, in der Trollschlucht, in der brennenden Küste, also Torstrond, Eisenwald gehört alles dazu. Da könnt ihr im Prinzip Schneeessenzen farmen. Da gibt es feste Stellen, an denen Schneemänner stehen. Wenn ihr die anklickt, kriegt ihr, ich glaube, es minimalste ist eine Essenz oder zwei. Dann 5, 10, 20, 50 oder 100 Essenzen, ja. Und die haben dann aber auch eine Respawn-Zeit von, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so. Da würde ich euch empfehlen, vor allem wenn ihr High-Level seid, einfach die ganzen Gebiete abzuklappern. Also so wie ich sie gerade aufgezählt habe, na, Zwerfied Weiden, danach Wilder Wald, Slivmore. Da gibt es sowieso ein paar schöne Schneemänner, die an coolen Positionen stehen, unweit vom Reisestein. Da braucht ihr dann auch nicht lang, um dorthin zu kommen. Das heißt, das ist ziemlich einfach, da was zu kriegen. Und es ist auch nicht mehr wie früher, dass euch andere Spieler diese Essis klauen können, sondern jeder Spieler selbst klickt im Prinzip die Essis an. Ja, also früher war es wirklich so, vor 2 Jahren, ihr konntet da die Essenzen noch von anderen Spielern wegnehmen und das war dann für viele ziemlich frustrierend. Die standen dann 5 Minuten dort und dann hieß es, wer klickt als erstes diesen blöden Schneemann an. Und das hat Big Point dann natürlich auch entfernt, weil das schon hart nervig war. Genau, so, und jetzt sind wir gleich bei Tatze. Für die Leute, die nicht so viel Leben haben, er macht hier erstmal so einen Wirbel, der macht euch auch Schaden. Und dann würde ich ihn immer herankommen lassen, also nach unten ziehen, weil oben hat er diese schießenden Steine. Und das ist jetzt sinnlos, hier da im oberen Bereich herumzulaufen, weil dann schießen die halt auf euch und ihr müsst da zusätzlich noch ausweichen. Ihr solltet halt darauf achten, dass er sich nicht in die rechte Richtung da bewegt. Und zwar hier hinten hin. Weil dann wird er auch irgendwann mal weglaufen. Diese mit Winterholzscheite könnt ihr gerne aufheben. Ist für Leute gut, die im Gran-Paros-Event jetzt oder die allgemein noch nicht so gute Accounts haben und im Gran-Paros-Event die Sache lieber langsam angehen müssen, sogar nicht mal wollen, sondern müssen. Weil das Gran-Paros-Event dann doch schon so aufgebaut ist, dass es ziemlich nervtötend sein kann mit diesen ganzen Geschützen und dergleichen. Aber wie gesagt, da wird dann noch ein Video an entsprechender Stelle dazu kommen. Da werde ich euch halt noch Informationen dazu geben, wie das dann alles funktioniert. Ja. Gerade ich und Pregoran müssen auch immer wieder sagen, dass wir es ziemlich traurig finden, dass wir nicht so die als YouTuber die Community-Botschafter sind. Also dass wir einfach nicht den Auftrag kriegen, okay, mal uns umzuhören oder ihr schreibt uns in die Kommentare, was ihr so wollt und wir schreiben das auch noch an den Support. Ne? Das ist alles so auf, schaut mal ins Forum-Basis und dort wird euch geholfen oder dort findet ihr im Prinzip Anleitungen oder könnt Ratschläge oder halt euch Neuerungen wünschen und das ist halt für uns ein bisschen doof, weil wir haben beide fast die 6000 Abonnenten und dann fragt man sich echt, warum DSO nicht sagt, okay, ich lasse die beiden mal halt wie eine Art Community-Vermittler sein. Ich meine, ich bin mittlerweile nicht mehr so sehr in der DSO-Materie drin. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt hier allem nacheifert. Ja, hier den Affe habe ich mir zum Beispiel geholt, zum Beispiel geholt, zum Beispiel, alles klar. Den habe ich mir geholt.
Und aber ich habe jetzt auch noch kein Hexensucher-Set, weil das ja jetzt brandaktuell ist oder vorher oder Q8-Wams oder 20.000 Items übertragen. Ich habe auch nicht 20.000 Damage. Wenn ich nämlich wirklich meine Waffe hätte, die viermal Schaden hätte, dann sind meine Steine, die da drin sind, zwei königliche und drei heilige, ziemlich ausreichend, um da den Damage extrem nach oben zu pushen, ja. Aber wie gesagt, DSO frisst immer viel Zeit, deswegen habe ich auch erst wenige der Zwischenwelten auf Gold geklatscht. Ist halt so. Ich meine, im Studium muss man auch mal Sachen für die Uni machen. Man sollte natürlich zu den Vorlesungen gehen, das mache ich ja auch. Es sei denn, ich habe wirklich mal einen Tag, wo ich jetzt keinen Bock habe oder wo es wirklich nicht unbedingt sinnvoll ist oder wo 3 Stunden Freistunde dazwischen sind, solche Späße, ja. Aber ansonsten macht man das logischerweise. Gibt auch welche, die fast nie kommen, das ist auch klar. Am Ende fragt man sich aber, ob die dann die Prüfung schaffen werden oder nicht. Aber es sind halt auch viele Sachen, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt zur Vorlesung gehen, aber muss ich nicht unbedingt, weil bei vielen oder bei 80% der Vorlesungen kriegt man halt die Folien einfach auch, dass man sich die zu Hause downloadet und dann kann man die da genauso durchgehen. Also ob ich nur 90 Minuten das angucke oder mir in einer halben Stunde das kurz durchlese, das ist dann in meinem Interesse, ja. Natürlich ist es immer schön, das nochmal erklärt zu kriegen. Und gerade bei Mathematik kommt man nicht drum rum, weil da gibt's zwar auch Folien, wo das dann drauf, auf denen das draufsteht. Aber die sind halt nur begleitende Texte. Also das heißt, dass man dann trotzdem noch das mitschreiben muss, was halt so dort gesagt wird. Natürlich kann ich jetzt auch nicht zu den Vorlesungen gehen und sagen, okay, zu jemand anderes schickt mir das mal bitte alles, aber gerade bei Mathe brauchen natürlich viele die Erklärung. Ja, ich bin jetzt auch kein Mathe-Profi. Manche Sachen sind echt leicht, das ist nur irgendwie einsetzen und sonst was machen und ein bisschen am Ende in den Taschenrechner eintippen, aber auf andere Sachen, da musst du dann halt überlegen, wie war das gleich nochmal, bla bla, was muss ich hier beachten und so weiter und so fort. Und das ist halt alles ein bisschen unanschaulich an vielen Stellen. Jo. Was ich momentan gerade ziemlich vermisse, ist, dass auch Leute mal Fragen stellen. Also ich rede ja immer um heißen Brei rum in den Videos und ich würde es eigentlich gerne jetzt mal so von euch verlangen, dass ihr einfach auch mal in den Chat schreibt, was euch denn so interessiert. Das können sonst was für Themen sein. Das können politische Themen sein, das können Themen zu DSO sein, das kann was zum Kanal sein. Irgendwas, was euch halt interessiert. Könnt natürlich auch, ich habe gerade das Thema Studium ein bisschen angeschnitten, da könnt ihr auch Fragen dazu stellen. Vor allem viele der Zuschauer gehen ja selber zur Schule und so. Und dann kann ich ja auch mal sagen, was so Unterschiede zwischen Universität und, also Hochschule oder Schule sind zum Beispiel. Das interessiert vielleicht auch manche, weil sonst, ich meine, was soll man bei DSO großartig reden? Das ist aber auch bei Elex nicht anders. Ich hätte jetzt hier sagen können, ja, und jetzt wieder ein Crit und jetzt mache ich Rundumschlag und Kriegssprung und jetzt wieder Rundumschlag. Ich meine, ich muss ja nicht alles vertonen, was hier in DSO abläuft. Das ist vieles selbstverständlich. Ich kann natürlich sagen, okay, ich spiele jetzt auf Wutschlag, damit ich öfters Rundumschlag machen kann, weil wenn ich critte, geht die Abklingzeit runter. Das wäre eine Maßnahme, ja. Also man kann natürlich auch, ihr könnt auch gerne Fragen stellen, warum ich mit der und der Kombination spiele oder warum ich, was ich halt so plane jetzt noch in DSO, wobei so viel ist nicht geplant. Trotzdem, zwischenweltmäßig wäre natürlich cool, wenn ich da noch ein paar Sachen höher bringen würde, weil da ist momentan echt ein kleines bisschen low. Vor allem auch Solo ist jetzt auch nicht so krass. Ja, E-Mail. Okay, gut, da habe ich auf jeden Fall noch einiges zu tun. Q3 müsste ich bei Gruppe noch ein paar Punkte haben. Ja, da bin ich auch Silber. Also ja, da werde ich auf jeden Fall gucken, dort wo ich jetzt schon Silber bin, dass ich da auf Gold komme. Weil Kerne gibt es ja da auch noch dazu. Aber für die Kerne braucht man halt auch erstmal was man wirklich drauf craften kann.
Bei den Handschuhen hätte ich jetzt wiederum was, was ein bisschen besser wäre. Es geht aber auch nicht an die 40% ran. Aber zumindest mehr Attack Speed als hier. Ich glaube 29 oder so waren das. Das sind 27, genau. Da habe ich dann irgendwie 36 Attack Speed. Das ist natürlich schon besser. Ja. Was ich auch noch erwähnen muss, viele nutzen, wie gesagt, die angebotenen Möglichkeiten nicht. Die Kanalzufriedenheitsumfrage wird von vielen nicht genutzt, obwohl man relativ wenig ausfüllen muss und es in meisten Fällen nicht mal 5 Minuten dauert, das auszufüllen. Und nicht mal die Fragen die meiste Zeit sind, sondern die Angabe von, was weiß ich, Vorname, Alter, Datum, Bundesland und dergleichen. Was natürlich einfach nur, da könnte man auch Fake-Daten hinschreiben, aber falls ich sowas halt rausfinde, dann darf die Person halt nie wieder mitmachen. Da ist es an ein paar Bedingungen geknüpft. Derjenige, der gewonnen hat, der muss dann halt mit mir mal kurz quatschen bei Discord oder bei Skype, damit ich auch den seine Stimme mal gehört habe. Die speichere ich sowieso nicht ab. Also wenn da jetzt vielleicht eine Woche später ein Gewinnspiel wäre, dann würde ich sagen, okay, du hast doch schon mal mitgemacht. Aber einen Monat später oder so, das merke ich mir dann auch nicht. Das ist halt einfach nur, vor allem auch war das bis jetzt immer so, dass ich dann einfach nochmal ein Video hochladen konnte, wo ich denjenigen halt befragt habe zu seiner Meinung zu den Gewinnspielen und zum Kanal nochmal und ja. Das finde ich halt echt komisch, weil wir hatten auf dem Kanal schon viel umfangreichere Gewinnspiele, wo man wirklich viel mehr Sachen machen musste. Und da haben einfach 30 Leute dran teilgenommen und da gab es auch nur 10 Euro zu gewinnen. Und hier sind es 3 Kanalzufriedenheitsumfragen, also von 3 Monaten, wo man oder bei denen man fast nichts machen muss und trotzdem nimmt kaum jemand teil. Die Leute, die an den ersten Umfragen teilgenommen haben, die habe ich dann halt auch nochmal benachrichtigt. Und was ich mir halt auch angewöhnen möchte, ist dann öfters diese Einblendungen zu machen, mal bitte ein Like zu geben oder mich zu abonnieren oder mal an die Kanalzufriedenheitsumfragen zu denken. Einfach im laufenden Video oben so eine schöne Einblende. Das ist dann doch relativ hilfreich, um ein bisschen dran zu oder die Leute dran zu erinnern, dass es da doch vielleicht noch was gibt, was sie machen könnten, sollen, wollen oder so. Also was ganz nett wäre, ja. Wir hatten da ja die Einblendung jetzt zum Beispiel beim kopier's mal kurz und füge es hier mal ein, zack. Zum Beispiel diese Sache hier, wie schon gesagt, einfach dieses mit dem Liken und danach das mit dem Abonnieren. Das ist halt einfach eine schöne Sache, weil viele Leute gucken sich das Video an und denken dann nicht dran, da vielleicht mal ein Like zu geben. Oder manche haben, oder auch, es gibt halt auch viele Accounts, oder Quatsch, nicht mal Accounts, es gibt viele Zuschauer auf YouTube, die nicht mal selber einen YouTube-Account haben, ja. Also die gucken einfach accountlos irgendwelche Videos an, wo ich mir dann denke, ja Leute, wenn ihr euch einen Account macht und mich abonniert und so, dann kriegt ihr viel mehr mit, wann ich welche Videos mache und so weiter und so fort, ne. Das muss man immer alles ein kleines bisschen bedenken. So. Ja, das Video wird natürlich ein kleines bisschen länger, aber was soll's. Nach dem One dürfte es eigentlich erledigt sein. Und was ich halt bei YouTube auch schade finde, gerade das Kalender 1 Video hat 1631 Aufrufe, ja. Hat 49 Likes und 8 Dislikes und 24 Kommentare. Wieso 8 Dislikes? Keiner schreibt rein, ich habe den Dislike gegeben, weil das und das, ja. Also ich würde es bei YouTube, würde es feiern, wenn zum Beispiel keine Beleidigungen gefiltert werden oder man gar keine Beleidigung schreiben darf. Oder zum Beispiel, wenn man einen Like gibt, müsste man auch einen Kommentar, also bei Like nicht unbedingt, aber beim Dislike müsste man wirklich gezwungen sein, einen Kommentar zu schreiben.
Man drückt auf Dislike, dann kommt so ein kurzes Feld und dann fürs Kommentar eingeben und dann schreibt man halt hin, Musik war zu laut oder so, irgend sowas, ja, was halt nicht gut war. Aber ich glaube, ich gehe mal so von dümmsten Leuten aus, ja. Da steht ja dort Adventskalender oder Weihnachtskalender oder so, ne? Christmaskalender auf Englisch. Viele gehen davon aus, ja, okay, da wird jetzt ein Bonuscode bekannt gegeben. Ja, ist normalerweise der Fall. Dass aber DSO das verschlammt hat, Bonuscodes rechtzeitig rauszugeben, ist das mein Problem? Hab ich was damit zu tun? Hab ich genau deswegen diesen Dislike verdient? Nein, natürlich nicht. Totaler Nonsens, ja. Und das ist genau das, was mich aufregt. Viele Leute, die denken einfach nicht mal nach. Also man gibt einfach ein Dislike und ich bin nicht mal schuld. Also das ist so affig. Na? Ich meine, gut, beim Livestream war jetzt letztens, da sollte ja auch 20:15 Uhr losgehen und ging dann 20:45 Uhr los. Das lag aber auch an YouTube. Weil ich bin davon ausgegangen, dass er die Streaming-Einstellungen vom letzten Mal noch beibehalten hat, hat er aber gerade nicht. Das heißt, ich durfte alles nochmal von Hand neu einstellen. Und als ich einen Livestream gestartet hatte, hatte ich ihn kurz wieder beendet, weil ich gemerkt habe, ach, da stimmt was bei den Einstellungen nicht. Und genau dann kann man aber die Einstellungen nicht mehr ändern, weil der Livestream schon mal mit einer höheren Latenz gelaufen ist und dann kann man nicht eine niedrigere Latenz einstellen. Das heißt, okay, neue Livestream-Veranstaltung, wieder neue Namen vergeben, neue Thumbnails und bla bla bla. Und dann wurden die Livestream-Veranstaltungen noch untereinander geordnet. Also die ich zuerst erstellt habe, war oben und die ich als zweites erstellt habe, war die untere. Und ich habe auch gedacht, das wird bestimmt andersrum angeordnet, war aber nicht so. Da hätte ich sogar fast noch die falsche Livestream, also den falschen Livestream gelöscht, so dass ich dann hätte nochmal aufmachen dürfen. Natürlich habe ich den einen Livestream, der fehlerhaft war, erstmal gelassen als Vorlage, weil dann kopiert man natürlich einfach vom einen Livestream zum anderen rüber. Das spart Zeit, weil sonst müsste man das auch jedes Mal selber schreiben, die ganzen Tags und so. Da gibt es keine Vorlagen bei YouTube, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt das Game DSO oder so und tu da mal bitte die Vorlage von meinen DSO-Tags, die irgendwo gespeichert sind, auf dem Server abrufen. Nö, das gibt's halt nicht. Genauso beim Livestream. Wenn ich jetzt bei OBS streame oder so, dann kriegt OBS ja mit, okay, das Fenster heißt gerade DSO oder das Fenster heißt Overwatch oder das Spiel heißt Elex und so weiter und so fort. Wenn ich streame, wird aber beim Livestream nicht übertragen, wie das Spiel heißt, sondern das muss ich bei YouTube auch manuell einstellen. Das muss ich auch bei Twitch manuell einstellen. Da muss ich bei Twitch sagen, ey, das ist zum Beispiel DSO. Oder bei YouTube genauso. Ja, YouTube, das Game heißt DSO. Und dann finden Leute, die nach Tragensang online suchen, auch diesen Livestream schneller. Ne? Weil im Titel steht ja nur Zardas LP YouTube Livestream. Und in dem Moment, wo ich da Tragensang Online als Spiel reinknalle, dann würde man das auch unter Zardas LP, Tragensang Online oder dergleichen finden. Nicht mal, wenn man nach Zardas LP sucht, sondern nur nach Tragensang Online und auf Live geht, findet man dann entsprechend den Livestream, der da passend dazu ist. Ja, und das sind halt so Sachen, das beachtet niemand, ja. Also ich und Pregoran und ich, man nennt den Esel immer zuerst, nee, Spaß. Wir sind halt einfach kleine YouTuber und viele, die verlangen von uns, als sollten wir sonst wie professionell sein. Wir machen ja schon gute Livestreams und gute Videos und so. Und zum Beispiel auch das Kalendervideo, wenn ich jetzt sehe, okay, das hat 1600 Klicks. In letzter Zeit habe ich halt relativ wenig Klicks bekommen für Videos, die ich gemacht habe. Und dann habe ich mir auch so gedacht, ja, okay, Leute, das war ja auch mal der Fall vor ein paar Monaten. Als ich ein normales PvP-Video hochgeladen habe, das hatte auch so 1500 Aufrufe. Und dann habe ich nochmal einen Tag später ein Video hochgeladen von PvP, genau fast die gleiche Länge, was im Prinzip ziemlich bearbeitet war. Also da waren dann Effekte dazu und die Musik war ein bisschen stimmiger gemacht und dergleichen. Das hatte genauso viele Aufrufe. Und da sitze ich dann auch zu Hause und denke mir, warum soll ich da eine Stunde Zeit investieren, wenn es genauso viele Leute angucken und es nicht unweit mehr Dislikes kriegt, ja? Also man liefert natürlich eine gewisse Standardqualität. Das ist bei mir, was weiß ich, Full HD und 60 FPS, ja. Dass da immer mal was schief gehen kann, auch wie beim Elex Let's Play. Ich hatte jetzt schon beide Fälle.
Ich hatte 5 oder 6 oder 7 oder 8 Folgen. Ich glaube, 8 Folgen waren es. 8 Folgen hatte ich mal keinen In-Game-Sound, weil ich halt noch bei OBS auf den Streaming-Einstellungen war und nicht auf den normalen Aufnahmeeinstellungen. War halb so wild. Ich habe dann ein bisschen normale Musik dahinter gemacht und meine Stimme war ja trotzdem noch zu hören. Und jetzt aktuell bei den fast neuesten Folgen, die dann bald kommen. Wir sind, glaube ich, gerade bei Folge 63 und bei Folge 76 geht es im Prinzip los, dass ich nicht mal vergessen hatte. Ich verwende ja, wie gesagt, zwei Programme zum Aufnehmen. Open Broadcaster Studio und Open Broadcaster Software. Und die Open Broadcaster Software, die wird ja schon ewig lang nicht mehr weiterentwickelt und die verträgt sich halt nicht mit modernen Programmen wie MSI Afterburner zum Übertakten der Grafikkarte. Übertakten der Grafikkarte ist im Prinzip aus der Grafikkarte mehr Leistung rausziehen, sodass man noch ein paar Bilder pro Sekunde mehr hat, ja. Oder auch mit River Tuner Statistik Software, da verträgt sich's auch nicht damit. Die gehört auch zu MSI Afterburner dazu. Da kann ich mir im Prinzip die FPS anzeigen lassen. Das kann ich euch auch kurz zeigen, theoretisch. Ach nein, ich nehme ja gerade auf. Gut, im Livestream könnte ich das zeigen. Aber ist auch nicht so wichtig. Das sind dann die Zahlen links oben, wo dann nochmal detailliert steht, wie heiß die CPU ist, wie groß die Auslastung von CPU, RAM und Grafikkarte sind, die Temperaturen davon, der Takt davon und so weiter und so fort und wie viel FPS ich schlussendlich in DSO habe, ja. Ja. Was wollte ich noch sagen? Genau, und das sind halt alles so Sachen, die man bedenken muss und viele haben wir halt gestern auch im Livestream drüber geredet. Viele sind halt einfach so drauf, dass sie nicht mal wissen, wie überhaupt Technik funktioniert, aber regen sich halt nur auf, ne? So, ich habe jetzt schon mal den Gnomenhut. Und das wäre ein Teil von dem mit Wintergnom. Und die Rune der Tapferkeit, da muss ich gucken. Ich habe jetzt hier 20, 20, 20, 30, 30. Das heißt 5 Slots. Ich könnte hier dann wahrscheinlich später mal wieder eine neue 30er-Rune machen. Das werde ich aber gucken. Da muss ich mir auch dann erstmal ein paar Zikris-Torso kaufen und vielleicht eine goldene Verzauberung drauf haben. Und was Pregoran übrigens auch empfiehlt, ist, ihr kauft euch einen, was ich auch ganz gut finde, aber da bin ich nicht direkt drauf gekommen. Ihr kauft euch die ganzen Sachen in den Zwischenwelten auf Rang 1, weil dann könnt ihr A, mehr Zwischenwelt-Items kaufen und B, wenn die schlecht sind, könnt ihr diese dann einschmelzen und habt so gesehen mehr Glyphen, weil wenn ihr euch nämlich ein Rang 5-Item kauft, hat das ja die gleiche Anzahl an Glyphen, die ihr dafür kriegt, wie ein Rang 4 oder Rang 3, Rang 2, Rang 1-Item, ja. Also ihr müsst dann zwar 1000 Draken investieren für 200 Steigerungskerne, damit ihr da schlussendlich die Waffe von Rang 1 zum Beispiel auf Rang 5 upgraden könnt. Aber das geht sich doch dann am Ende trotzdem aus. Was brauchen wir denn für den Wintergnom? Da brauchen wir den Gnomenhut, den Gnomenbart, Drescher des Gleichgewichts und Krakauschuhe. Okay. Ja, gut. Einen Teil haben wir jetzt schon mal. Die anderen Teile ist dann die Frage, wo man die herbekommt. Das werden wir noch rausfinden. Und ja, die Aufnahme war relativ lang. Ich bin relativ viel, oder relativ ist immer so ein doofes Wort. Ich bin viel losgeworden, was mich natürlich gestört hat. Für die Leute, die sich an den Gewinnspiel interessieren, also an den Kanal Zufriedenheitsumfragen, da gibt es eine Playlist, die heißt Gewinnspiele für euch. Da sind momentan zwei von drei Kanal Zufriedenheitsumfragen drin. Und ja, das wär's dann auch schon mit diesem Video. Bis dahin, ciao, euer Zardas.